Petter freut sich schon auf das große Fußballturnier in den Ferien. Das wird ein fester Platz für dich im Dana Cup. Aber Petters Eltern haben leider andere Pläne für den Sommer. Man hat mir angeboten, einen Bauernhof zu betreuen. Ist ja cool. Aber das bedeutet, dass es nichts wird mit dem Dana Cup. Wir wollen wissen, ob wir uns mit dem Landleben anfreunden können und deshalb müssen wir... Ich werde nie im Leben Bauer, kannst du vergessen. Petter! Und dann ist Petter unterwegs, weit weg von seinen Freunden, an einen Ort... Und wie sieht's hier aus mit dem Handyempfang? Also eigentlich ans Ende der Welt. Schmeckt die Milch hier irgendwie anders? Aber im Dorf geschehen merkwürdige Dinge. Die Typen stehlen wie die Raben. Der Kerl hat unser Auto geklaut. Verdammter Klöter! Petter wird einen Sommer erleben. Ich brenne ihn um! In dem mehr passiert, als ihm lieb ist. Nein, du musst keine Angst haben. Ich fürchte, sie sind umsonst gekommen. Mein Sohn ist mit ihrem Hund abgehauen. Ihm gehört der Hund. So ein Dreckskerl. Ihr schafft's nicht, euch von mir zu verstecken! Ah, da ist ja unser Hundedieb. Das ist mein Hund! Wir müssen danach sofort verschwinden. Wir können uns nicht wehren. Was ist denn los? Wo willst du hin? Komm, wir müssen von der Straße weg. Scheiße. Sie klettern den Steilhang runter. Ich bin verrückt. Gib mir das Handy. Ich denk nicht dran. Oh, okay, okay. Du hast es so gewollt. Oh, Petter. SOS. Petter ohne Netz. Demnächst auf DVD.